Flieg mal dahin. Da ist ein Prepper-Versteck. So, they got a lot of equipment out at Howling Cave, and they're using it to trap wolves. Okay, wir haben ein neues Prepper-Versteck. Ja. Und, sag Bescheid, wenn ich sprengen kann. Ist jetzt ein Wegpunkt. Und du musst hier noch lesen kommen. Wo muss ich, wo? Hier, da wo ich springe, links von dir. Umdrehen. Ja. Ach, da. Oh, lol. Sorry. Hört das Wort, fahrt nach Eden, bla bla bla. Also, nichts Spannendes. Wir haben einen Schrein entdeckt. Ja. Ah, der ist da hinten, alles klar. Und Versorgungsfahrzeug der Sekte entdeckt. Aber ich hatte doch schon einen Wegpunkt auf unseren Ausguck gemacht. Genau, da, 1014 Meter. Wollen wir eben zu Fuß hin oder? Nee, wir nehmen den Schraubhuber, ne? Ja. Wo haben wir geparkt? Hier. Ja, freundlicherweise wird es ja oben angezeigt. Mhm. Oh, warte, da ist eine Sektengeiselsituation. Ah, oh, super. Ich will auch was machen. Er macht, da steckt gerade einer ins Auto. Er kommt zu dir. Er ist angekommen. Das war jetzt ja, hat ja lange gedauert. Aha, ein Puma mit einem Puma. Ein Puma, Peaches hat uns ein Puma-Fell hier besorgt. Naja, Geisel ist befreit. Ich bleib hier mal stehen, da wo das ist. Hier. Ah, sehr schön. Dann kannst du den da unten noch plündern und dann können wir uns in den Schraubhuber setzen. Ja. Danke. Gerne. Unfassbar, dass die Sekte mich so erwischen konnte. Oh. Böse Gewichte. Ja, klar soweit. Mama. Da bin ich. Sehr gut, ich mach wieder den. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte gerade sagen, Also wohin? Ich wollte doch. Genau. Kann losgehen. Wegpunkt müsste gesetzt sein. Ja. Ah, das macht uns doch das Leben erheblich einfacher und wir können deutlich schneller im Stell dir mal vor, wir hätten das mit Schnellreisepunkten und Autos machen müssen. Ja, wir hätten erstmal die Schnellreisepunkte freischalten müssen. Hier, ja. Die Bahn kommt nicht. Schrecklich wird das. Guck mal eben. Flieg mal dahin. Da ist ein Prepper-Versteck. Mhm. Und da wir gerade hier sind, habe ich gedacht, können wir da mal eben vorbeischauen. Ja. Sehr schön smooth gelandet. Also, was? Hallo. Ich nehme den rechts. Oder? Mhm. Dann dürften wir hier gleich jemanden befreien können oder so. Ja. Oh, das ist ein Wolf im Käfig. War am Käfig. Ist ihn rausgelassen? Ja, Wolfshaus. Ja, das. Ich brauch das Geld. Ja. So, alles klar soweit? Ja, und bei dir? Da ist hier ein Prepper-Gedöns. Prepper. In der Howling Höhle gibt es immer einen Trupp Kultisten, der Wolfe fängt. Sie haben da drin viel gute Ausrüstung. Ich denke, jemand sollte sie mal überraschen und das alles stehlen. Jo, das machen wir. Und los geht's. Mhm.
Yeah. Finde das Versteck. Müsste ja da sein. Genau, Wolfshaut nehmen wir mit. Nicht mitnehmen. Hier ist. Können wir auch nicht mitnehmen. Also aber Drucks. Den können wir wenigstens mitnehmen. Hast du eine Idee? Hier ist noch dieser andere Wolf. Habe ich glaube ich schon eben gern. Okay. Denn hin? Da sind wir reingekommen, ne? Guck mal, da ist ein Kleckerhaken. Wo ist ein Kleckerhaken? Ah, da ist ein Kleckerhaken. Dann sollten wir da mal hochkleckern. Ja. Hurra. Und dann kann man hier klettern. Ich mach dir mal ein bisschen Platz. Da kann man noch mal klettern. Und hier kann man runterfallen. Ja, lieber nicht. Vielleicht müssen wir da im Wasser springen. Oder siehst du einen Kleckerhaken? Nee. Ja, dann auf sie! Ich nehme lieber mein Fallschirm. Ich höre Stimmen, du auch? Ja. Ah, okay. Der weiter wird? Dumbledore? Nee, der ist nicht hier. Es war ein anderes Spiel. Ja. Gut. Spreng mal nicht die Bliss-Dinger, weil ich könnte mir vorstellen, dass das hier unangenehme Nebenwirkungen hat. Ja, hier ist noch eine kleine gelbe Kiste. Ja, da sollten wir gleich den Wolf befreien. Hier ist das Zettel. Warte, ich mach das eben. Okay, hier. Ja. So, kleine gelbe Kiste ist erledigt. Zettel guck ich eben. Sektenbefehle, ja, bla bla. Kann man den auch enden? Nee, leider nicht. Was meinst du, wo stürmen wir dann? Mal gucken. Da oben ist ein Klick. Ach, da. Die Fänger abgeschlossen. Sehr schön. Cool. Das war jetzt ja. Ja, überraschend einfach. Ja. Dann muss ja hier irgendwo das Zeugs liegen. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Da liegt's. Hier. Okay. Da ist der Kleckerhaken, da geht's raus. Natürlich auch den Schraubhuber, aber der ist unbewaffnet, das macht nicht viel. Nee, unserer schöner. Ja. Auf geht's. So, und jetzt der nächste Kleckerhaken war doch hier. Ja. Rechts irgendwo, ne?
oben war er. Ja, Schaufel. Wenn du unter dem ersten angekommen bist, kannst du mit E gleich den nächsten drücken. Alles klar. Wenn ich den angucken könnte. Dann einfach ein Stückchen runterlassen und wieder hochlassen. Geschafft. Ja gut, jetzt bin ich aber nicht sicher, wie wir von hier aus weiterkommen. Moment, komm mal. Ja. Da bin ich. Ach, hier ist Ausgang. Ja. Bäume, Luft, Natur, Gott sei Dank. Ja, ganz schön hoch. Hm. Ach, ich sitze hier so in der Ecke. Ohne größer kaputt zu gehen, funktioniert. Und ein Waffenhändler ist auch gleich, oder gleich, also zumindest wird er angezeigt. Das ist ja quasi da. Sei in der Nähe, aber ob das jetzt in der Nähe ist. Wollen wir hingehen und unser Zeug verkaufen? Ja. Aber erst bewegt sich da gerade noch Beaches mit einem anderen Puma und hat gewonnen. Das finde ich gut, weil das gibt Puma-Feld. Dankeschön, Peaches. Danke. Nochmal, da muss der Waffenhändler irgendwo rumstehen. Ah, ich sehe schon sein Waffenhändler rumstehen-Zeichen. Ach, ich muss, wenn wir da sind, gleich mal einen Cut machen. Ja. Aber ist ja auch ganz gut, dann haben wir hier verkauft und dann. Ja. You look like you can handle a weapon. Moin. Hallöchen. Und so, Money. Ja, und nicht zu wenig. Fine, I'm selling. Alles klar, passt auf mich auf. Ja, warte, da oben ist, ne, Moment. Also bei jedem anderen würde ich jetzt zuhören, ne? Aber da wir sie ja nun kennen und wissen, was sie tut. Ja. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Geh weg. Ich gebe Hope. Und guck dahin, solange es noch existiert. Father showed her how special she was. Das stand beides. Knuffi-Käse in Knuffi-Käse. Wenn sie auch an ihn glaubt. Hier. Knoki-Baguette. Ja. Knoki-Pops. Okay, ich hab Hunger. Der Marshall. Ja, nun fasst du nicht auch noch an das Fummeln. Ja, ja, Tschüssikowski. Oh, ein Blissfeld. Hast du Molotov? Ja. Ja, ich hoffe, das ist ein größeres Feld. Vorsicht, geh mal nicht so nah ran. Ja. Molotov-Cocktail.